Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Judith Williams Make-up Adventskalender. Und, ja, der ist ein bisschen labberig verpackt, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man kann den bestellen entweder mit Säckchen oder ohne. Ich habe ihn mit Säckchen bestellt, ne? 89,90 Euro habe ich dafür geblecht und da sollen 220 Euro Warenwert drin enthalten sein. Genau, ja, kann man bei der bestellen auf der Homepage und da gibt es einmal den hier, den Classic und den Premium. Ich habe alle drei bestellt und alle drei werdet ihr hier auch sehen. Ihr werdet die auch später mal bei der lieben Nicole sehen. Das dauert aber leider noch ein bisschen, aber naja, hier habe ich schon mal den, den ich so vorstellen kann und ja, dann werde ich mal die ganzen Säckchen vor mich hinlegen. Die kann man ja theoretisch auch ganz hübsch aufhängen, ne? Das ist immer ganz süß gestaltet, würde ich mal so sagen. Und dann schauen wir mal rein. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, nicht flauschig, sehr edel hier an. Wir starten mit Säckchen Nummer 1. Hier drin enthalten ist ein, oh, das ist praktisch, SOS Covering Stick in, ja, gibt keine Farbe. Nö. Starke Deckkraft, Antispot, antibakteriell, das ist das Ding bei Judith Williams Cosmetics, dass wir hier eigentlich keine wirkliche Farbrange haben. Also die normalen Teint-Produkte, was jetzt so, ja, hier Concealer und Foundation angeht, werden mir wahrscheinlich zu dunkel sein. Aber ich denke, wir werden hier auch ein Full Face drin finden. Und mit so einem Produkt kann man auf jeden Fall so einzelne, ja, Stellen im Gesicht abdecken, die man vielleicht gegebenenfalls versteckt haben möchte, wie Pigmentflecken, Unreinheiten oder so, ne? Genau, aber würde ich immer dünn abdecken und dann halt nicht zu viel Puder drüber geben, weil ansonsten betont so das Ding halt nochmal. Weiter geht's am 2. Dezember. Oh, das ist, ja, das ist das Ding bei den Sachen, ne? Du hast hier eine Foundation drin, ne? Ja, Soft Coverage Cream, ja, mit Lichtschutzfaktor 15. Ja, wie gesagt, die hat halt keine Farbrange. Das ist immer ein bisschen, also das finde ich halt blöd, ne? Das heißt, solche Produkte kann ich dann safe nicht verwenden, weil guckt euch die Farbe an, Entschuldigung. Ich hatte mir auch schon mal Foundation und so weiter bei ihr bestellt gehabt. Das gibt es ja auch im DM zu kaufen. Das war mir alles zu dunkel. Das sieht man offensichtlich ja auch. Die hat ja nicht so eine krasse Deckkraft wie jetzt hier drin, ne? Aber das ist schon abgefahren. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und man kann die Säckchen halt so schön hinhängen, ne? Dass man das dann irgendwie schön drapiert und so. Also das stelle ich mir auf jeden Fall schön vor. Ach, guck mal, Tools haben wir hier auch drin. Es stand halt auch der komplette Inhalt auf der Homepage. Also du kaufst nicht die Katze im Sack. Und ja, zum Schminken gehört ja auch das Abschminken. Und da haben wir hier ein wirklich sehr interessant geformtes Abschminktuch. Ja, finde ich gut, muss ich sagen. Also ich mag sowas, ich verwende sowas. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich weich an. Das ist 60 Grad waschbar. Keinen Weichspüler verwenden. Dann kannst du theoretisch dich nur mit Wasser abschminken. Ich verwende Weichspüler, bin da eiskalt. Pack das Ding auch in Trockner. Und ja, ne, also ich verwende auch ja noch mein Double Cleansing und so mit dabei. Aber das fühlt sich wirklich sehr schön weich an. Sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Adventskalender sich dann auch groß von dem zu letztem Jahr unterscheidet. Da hat auf jeden Fall Nicole letztes Jahr ein Unboxing gemacht. Wenn ihr da wissen wollt, was da letztes Jahr drin war, schaut da gerne rein. Aber ne, das wird jetzt auch nicht so viel helfen. Warum erzähle ich das? Egal. Wenn ihr möchtet, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Ach, das sind auch Tools, aber süß. Liebe Judith, warum muss das hier noch in Plastik eingepackt sein? Aber das ist echt süß. Du hast hier zwei Schwämmchen drin und die sind halt so zusammengestellt wie ein Herz, ne? Das ist cool. Was ich aber nicht cool finde, ist, dass du im Prinzip ja Tool hinter Tool hast. Der 5. Dezember. Und alle Säckchen sind, glaube ich, auch echt gleich groß, ne? Das heißt, zum Wiederbefüllen ist es wirklich klasse. Da haben wir drin einen Lip Liner, Stay Lip Liner. Die sind toll, die mag ich mit Shea Butter. Und ja, der gibt Präzision, zuverlässigen Halt und Komfort. Und das ist so ein Nude-Ton. Da steht aber auch keine Farbe drauf hier. Was ist das denn? Nö, nö, gibt keine Farbbezeichnung dazu. Aber es ist so ein wunderschöner, ja, Rosenholz-Nude, My Lips But Better, ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Also sowas ist halt ein schöner Alltags-Lip-Liner. Und das verwende ich super gerne, um halt zu verhindern, dass Liquid Lipstick, Lippenöl oder Lipgloss in Lippenfältchen halt reinläuft. Das ist wie so eine Barriere, weil der noch ein bisschen mehr so wachsiger ist wie ein normaler Lippenstift oder so. Nikolaus, der 6. Dezember, muss jetzt was Besonderes sein. Ich hoffe, dass hier auch irgendwas drin ist, was dann auch wirklich alle, die den Adventskalender auspacken, benutzen können. Das heißt jetzt nicht irgendwie ein Concealer oder so. Das wäre ein bisschen schade. Nee, hier haben wir One for All Lips, Cheeks and Eyes, Sexy Lips, ein Pearly Cheeks Touch of Glamour Produkt. Okay, wie gesagt, das kann, das ist Nicole, das kannst du ja auf die Lippen auftragen. Du kannst, das ist so ein ganz zartes Rosa, das hatte ich auch schon mal, ist mir ein bisschen zu hell. Ja, ist das jetzt ein, oder kannst du auch so ein bisschen als Highlighter verwenden? Ist das jetzt so ein bisschen, also ist das ein toller Nikolaus? Ich weiß nicht, ich kann euch die Farbe ja mal zeigen. Also, ne?
Ja, Creamy Highlighter im Prinzip. Ich meine, dass ich den schon mal hatte und dass ich da sehr, sehr wenig von gesehen habe. Müssen wir nochmal gucken. Also ich werde ja allerhand der Produkte, die hier ja auch im Adventskalender drin sind, auch behalten und dann in einem Fullface-Schminki auch zeigen. Da mache ich dann demnächst auch vielleicht sogar ein Fullface-Judith Williams mal, wenn ich die Produkte da habe. Ne? Was ich aber auf jeden Fall mache, ist Fullface-Adventskalender-Schminkis. Also wenn du noch nicht Teil der Crew sein solltest, dann ja, werde das doch sehr, sehr gerne und abonniere diesen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Hier haben wir jetzt den 7. Dezember. Genau, so ein Lippenstift, ne, der ist nie weg. Das ist jetzt hier in der Farbe 467. Und der ist, das ist ein Boost-Lipstick. Der gibt Intensität, Fülle und Pflege. Das ist einmal dieser hier. Und der würde dann auch sehr, sehr gut zum Lipliner passen, denke ich mal. Die sind alle noch zugeklebt. Ich muss auch noch mal gucken, was ich überhaupt davon selber in meiner Sammlung habe. Ne? Genau, Swatches und so findet man alle online. Das ist ja kein Problem. Und ja, genau. Finde ich aber echt schönes mit Hyaluronsäure. Und ich finde die auch von Judith Williams sehr schön, sehr pflegend. Auch in diesem Adventskalender darf die Nummer 8 machen, dass es kracht, weil es sich so wunderschön reimt. Ich finde es einfach großartig und mein Hund Sammy hat da Geburtstag. Hier haben wir den Easy and Fast Eyebrow Styler in Wasserfest. Oh, alles Originalgrößen bislang, ne? Das finde ich richtig toll. So schaut es einmal aus und ja, also das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn er denn auch wirklich schön hält. Das ist immer so die Sache bei mir. Ich habe zum Beispiel heute den, aktuell sowieso den Catrice Superglue drauf. Ne? Das ist so richtig festtackernd. Das kann ich einfach zum Beispiel jetzt auch sehr gut gebrauchen, wenn er die Mütze hier die ganze Zeit so dran schlägt und so, dass er halt nichts verwischt oder sonst irgendwie sich minimal bewegt. Und dementsprechend gucken wir mal, wie der so funktioniert. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber sehr, sehr positiv, dass das tatsächlich auch in so einer universellen Farbe ist, nämlich in Transparent. Ne? Ja, in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas super Schweres freuen. Hoffentlich ein Primer. Nein, es ist die zweite Foundation. Das ist so schwierig. Und das gibt wohl verschiedene Farben. Und ich habe hier einfach mal die 02 Medium drin. Das ist eine Orange, Leute. 24 Stunden halt. Long-Lasting Foundation. Transferresistent. Wow, 30 ml. Ja, es ist eine Originalgröße, aber ihr seht doch schon die Farbe. Wem passt das denn? Ich überlege es halt auch immer wieder, wenn ich Adventskalender auspacke. Ich denke dann ja auch immer an meine Familie und an meine Freunde. Niemand von denen hat so eine Hautfarbe. Niemand sieht aus wie eine Orange. Nein. Naja, mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergeht. Hier ist auf jeden Fall eine Tube, glaube ich, drin. Auf jeden Fall glaube ich das. Nee, das ist ein Pinsel. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Ein Profi-Pinsel für Puder und Highlighter. Hatte ich den mal? Habe ich den noch? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall sehr gut hier eingepackt. Krieg den mal hier raus, doch. Ja, fühlt sich hier sehr, sehr gut an. Damit kann man sich ja auch toll Foundation auftragen. Und hier hast du so einen Highlighter-Pinsel. Der ist so ein bisschen plattgedrückter, ne? Die sind auch gar nicht mal so günstig und fühlen sich auch echt klasse an. Doch, das finde ich schön. Und natürlich kannst du damit auch Puder auftragen. Aber ich persönlich, weil der halt so festgebunden ist, würde damit eher Foundation auftragen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Auch hier haben wir einen Lippenstift drin. Wow, der ist tatsächlich auch ein bisschen mehr ins Orangige. In der Farbe 691. Auch hier der Boost Lipstick mit Hyaluronsäure. Ne? Schaut so aus. Wahrscheinlich blende ich euch einfach mal so die geöffneten Dinger ein, was man so online findet. Weil wie gesagt, ich muss dann auch echt gucken, was ich da habe und so. Weil ich einiges immer weitergebe, verlose, verspende auch das. Ne? Und dementsprechend, ja genau, müssen wir erstmal gucken. So, zur Halbzeit habe ich jetzt die Nummer 12 bei mir. Das ist eine tolle Halbzeit, Leute. Das ist eine tolle Halbzeit, Leute. Lift Me Baby, die Mascara mit Peptiden, Forming-Technologie, Lifting-Effekt und einer intensiven Farbe in einer Originalgröße. Das ist super, muss ich wirklich sagen. Jeder kann eine Mascara verwenden. Ich gucke mal, was wir sonst noch so an Mascara hier drin haben, wobei mich die schon sehr anspricht. Die mache ich jetzt einfach mal direkt auf. Ich bin da mal ganz entspannt, ne? Genau, weil hier kenne ich die Bürste noch so gar nicht. Okay, an welche Mascara erinnert mich die? Keine Ahnung. Es ist ein Gummibürstchen, die halt so bananenförmig ist, ne? Finde ich sehr, sehr interessant. Ja, und die riecht auch ein bisschen nach Mascara, aber nach einer guten Mascara. Nicht zu stark parfümiert oder so. Schön. Die erste Halbzeit steht hinter mir und ich kann safe zwei Produkte davon nicht verwenden. Das sind halt die Foundations. Finde ich schwierig, sowas in einem Adventskalender drin zu haben, aber es stand online, man ist sich dessen wahrscheinlich bewusst, wenn man den Adventskalender bestellt, aber ich finde die Farbauswahl wirklich schwierig, ne? Trotzdem, schöne Produkte haben wir hier drin, 45 Tacken habe ich ja im Prinzip dafür bezahlt, puh, aber es ist halt auch nicht so super günstige dekorative Kosmetik, ne? Naja, schauen wir mal, wie es jetzt mit der zweiten Hälfte weitergeht, hier habe ich auch schon wieder sowas Schweres drin. Bitte lass das jetzt nicht die dritte Foundation sein, oder? Nee. Ja, die könnte vielleicht mit Ach und Krach passen. Das ist die gleiche die wir eben in der Orange hatten, haben wir jetzt in Light hier drin. Die Long Lasting. Also wir haben keinen krassen
Deal, kein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Adventskalender. Ne? Also ich schaue nochmal, ich habe es mir ja aufgeschrieben. Wir haben bei dem Make-up-Adventskalender ungefähr den, nicht ganz, den 2,5-fachen Wert, würde ich mal so sagen. Ne? Da muss aber schon jedes Produkt, vielleicht zwei, drei Produkte nicht, aber fast jedes Produkt muss ein Knaller sein, ansonsten ist es halt kein guter Deal. Und gerade bei einer Foundation finde ich das echt blöd, wenn die da unterschiedliche reinpacken, vor allem auch unterschiedliche Farben, dann wissen die ja, dass den Leuten nicht alles passen wird. Dann wäre es doch vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, okay, wir bieten einen Adventskalender an, der für Light ist, einer ist für Medium. Wisst ihr, das wäre vielleicht sinnvoll, dass man halt als Konsument sich das einfach aussuchen kann. Das macht mich gerade ein bisschen sauer. Denn ich finde es nicht nur mutig, ich finde es auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen frech. Ne? Die Nummer 14 habe ich hier. Andere machen das halt auch, wenn du dann verschiedene Farben hast, ne, die du unbedingt in den Adventskalender reinpacken willst. Das hat man, ich glaube, letztes Jahr mal bei Maybelline gesehen oder so. Dann haben die halt in ein Kläppchen drei verschiedene Augenprodukte oder so reingemacht, Augenbrauenprodukte. Ne? Das wäre hier vielleicht mit der Foundation gar nicht so verkehrt gewesen, dass man in ein Kläppchen beide Farben reinmacht. Ne? Naja, der 14. Dezember enthält auf jeden Fall einen Liquid Lipstick in einer sehr schönen Farbe, finde ich. Farbintensität, samtiges Finish, Feuchtigkeit, Hyaluronsäure in der Farbe 689. Liquid Lipsticks sind jetzt nicht ganz so mein persönlicher Vibe. Ich bin so eher jemand, ich mag lieber so cremige oder auch gepflegte Lippen. Da ist das nicht ganz so meins. Die Lippenstifte hingegen sind dann schon eher meins. Ne? Ja, genau. Aber der ist halt mit drin. Außer bei Adventskalender-Unboxings, Leute, da trage ich eigentlich immer Liquid Lipstick. Und das ist der von Linda Hauberg, Elitch Cosmetics in Orange Red. Ne? Gibt es bei Purish, könnt ihr mit Claudius Welt 10 drauf sparen, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr generell auf alles sparen, was auf meiner Collection-Seite ist. Also alles, was ich euch auch immer wieder zeige, steht da drauf. Und auch auf den ganzen Sale. Also im Prinzip auf fast alle Produkte da im Shop könnt ihr 10% sparen. Wenn ihr meinen Code nutzt, Link dazu ist in der Infobox. Und jetzt gucken wir mal in den 15. Dezember. Ja, das ist so das absolute Kontrastprogramm. Zu dem dunklen Liquid Lipstick haben wir einen hellen Plumping Lip Gloss in der Farbe 461 Volume Silky Finish, nee, Shiny Finish und Feuchtigkeit. Die hatte ich auch schon mal da oder habe ich auch in manchen Farben da und die mag ich auch. Also die finde ich sehr, sehr schön. Sowas ist da meistens irgendwie mit Menthol oder so. Auch hier hast du die pflegende Komponente mit der Hyaluronsäure mit dabei und das macht man sich einfach auf die Lippen und dann fühlt sich das Ganze halt ein bisschen voluminöser an und dadurch, dass es ein Gloss ist, sieht es voluminöser aus. Der 16. Dezember. Es wird immer kälter und kälter im Winter. Und wir müssen auch mal diesen Pinsel, den wir jetzt letztens drin hatten, waschen. Wir haben hier ein Logo von Judith Williams hinten auch drauf, sodass es auch so ein bisschen gebrandet ist. Aber an und für sich ist es jetzt kein hochpreisiger Artikel eigentlich. Ne? Naja, ist so ein, ne, kannst du aber auch. Also eigentlich ist es dafür gedacht, um dein Gesicht damit zu massieren. Oder um dich damit abzuschminken. Ne? Aber du kannst auch super deine Pinsel damit reinigen. Das kannst du so festhalten und dann deinen Pinsel sauber machen und dann freust du dich. Aber das hätte ich jetzt in dem Adventskalender hier nicht unbedingt gebraucht. Und wenn, dann etwas höherwertiger. So, eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Der war auch noch ein bisschen besser eingepackt in Luftpolsterfolie. Also das Säckchen an sich. Ne? Das habe ich natürlich eben ausgepackt zu Präsentationszwecken. Ich wollte keine Luftpolsterfolie auf meinem Thumbnail. Hier haben wir drin das Mattifying Powder. Mattierend. Mit Hyaluron ist es auch wieder ein Soft-Focus-Effekt. Und hier gibt es auch halt einfach so eine universelle Farbe. So schaut das nämlich aus. Das möchte ich mir aber aus der Nähe mal angucken. Es ist nicht komplett farblos. Ne? Also ich persönlich würde sagen, mir wird es passen, weil es halt auch diesen leicht kühlen Unterton mit dabei hat. Ich finde es schön. Ne? Ja, also für mich ist es gut. Ob es für alle gut ist, die den Adventskalender auspacken, sei mal dahingestellt. Je nachdem, wie hoch die Farbintensität dann ja auch entsprechend ist. Ne? Aber ich glaube, dass es relativ universell sein wird. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier befindet sich nun der 18. Dezember in meinen Händen. Oh, was bist du denn? Moisturizing Foundation Stick. Das haben die jetzt nicht nochmal hier rein. Also Vitamin C ist hier drin. Farbkorrektur, Hautverfeinerung und Pflege. Es ist einfach die vierte Foundation, Leute. Ich mache das jetzt auf, vorsichtig. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mir das zu nicht passend sein wird. Anhand dessen, was hinter mir schon steht. Oh, warte. Nee, das hat getäuscht. Das ist doch etwas dunkel. Ne? Das ist vor allem auch ein bisschen gelbstichig und dann wirkt es halt bei mir halt auch ein bisschen verkehrt. Das ist nicht meine Farbe. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr den Adventskalender bestellt, ne? Dass hier sehr, sehr intensiv farbgebundene Produkte drin sind. Wenn Contra Junkie, also Kati, diesen Adventskalender sieht, die rastet aus. Uiuiuiui. Also Foundation Stick finde ich ja eigentlich gut, verwende ich auch aktuell. Ne? Habe ich in meinem Project Pen von Fenty Beauty, aber in einer super hellen Farbe halt. Ja, die Nummer 19. Es ist besinnlich in der Weihnachtszeit.
Es geht Richtung Heiligabend. Und wir haben hier drin eine Eyeshadow-Palette. Schön. Farbintensität, seidiges Finish und Pflege werden hier gegeben oder versprochen. Hier sind 4 Töne, 0,8 Gramm drin. An dieser Stelle möchte ich übrigens erwähnen, während ich hier so das Ding mal versuche aufzubrockeln, dass der Adventskalender halt nur in so einem losen Karton kam. Nicht irgendwie umverpackt oder so, ne? Was ja nicht schlimm ist, aber der Karton ist sehr, sehr dünn und labberig gewesen, sodass er auch schon halb zerstört bei mir ankam. Also ihr habt es vielleicht im Thumbnail gesehen. Ich habe versucht, den da so ein bisschen schön mal zu drapieren, aber schön sieht er nicht mehr aus. Naja, Lidschattenpalette, Leute. Hier haben wir auch einen formschönen Applikator, der hier so ein bisschen schon durch die Gegend getanzt ist, drin. Und halt 4 Töne. Ja, damit kann man auf jeden Fall einen schönen Alltagslook schminken. Ne? Das würde ich auf jeden Fall der Palette zutrauen. Du hast hier einen schimmernden Ton und 3 Matte mit dabei. Ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass die hier vielleicht den Ton hier oben noch auch irgendwie als hellen Schimmerton gemacht hätten. Ist süß. Einen Spiegel haben wir da auch mit drin. Das läuft doch, ne? Jojo. Guck, da sind wir schon hier im 20er-Bereich. Ich hoffe, dass der Adventskalender noch mehr so ein bisschen... Weißt du, ja, auch schwierig, Blush Bronzer Highlighter, aber ich persönlich denke halt einfach, dass das Produkte wären, die einfacher reinzupacken gewesen wären, als halt 4 Foundations, Entschuldigung. Naja, das hier ist ein Eyeliner, das ist toll, Longline. Das ist ein Longlasting Brow Tint. Ja, 20 Stunden Halt soll das Schätzchen hier geben und das wird, yo, Dark Brown, das wird mir auch nicht passen. Ja. Nö. Also ich mag solche, die gibt es ja zum Beispiel auch von Nabla, ne? Habe ich auch schon mal leer gemacht. Gibt es auch bei Purish McClaudy's Welt 10 günstiger. Aber da gibt es auch unterschiedliche Farben und da hatte ich auch vor allem meine Farbe. Und da kann man halt schön, dass man die Augenbrauen nochmal ausfüllt, ne? Ich habe hier zum Beispiel aktuell so eine kleine Lücke, die hätte ich dann damit ausfüllen können. Oder wenn du hier halt nach hinten hin das malen möchtest oder so, wenn du deinen Augenbrauen vielleicht mal eine andere Form geben möchtest. Aber ein dunkelbraun, das ist nicht meine Farbe. Nee, du. Ich versuche freundlich zu sein. Wirklich, ne? Hier haben wir so einen Schwämmchen-Applikator. Also vieles, was ich hier jetzt bislang ausgepackt habe, enttäuscht mich wirklich sehr. Die Nummer 21 stimmt mich hoffentlich jetzt etwas besinnlicher auf die kommenden Feiertage ein. Und hier haben wir, ich glaube, ein Blush drin, oder? Was bist du? One for all. Lips, Cheeks and Eyes. Sexy Lips. Pearly Cheeks, Touch of Glamour. Ach so, das ist ein schimmernder. Also das ist im Prinzip ein dunklerer Highlighter. Ja, genau, so schaut der aus. Das wird auf den Wangen dann auch sehr, sehr wahrscheinlich bei weitem nicht so farbintensiv rüberkommen. Vor allem, wenn du so eine dunkle Foundation verwendest und dann halt so ein Produkt, das verschwindet. Das ist dann einfach nicht mehr da. 180 ist die Farbe. So, die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22 habe ich jetzt hier. Und hier haben wir noch eine Mascara drin. Ich weiß gar nicht, ob ich die nicht sogar habe. Mit Rizinusöl, maximale Länge, Wimperndefinition und das ist ein intensives Schwarz. Das ist auch eine Mascara, die ich persönlich bislang immer verwendet habe, um sie halt als Kombinationsmascara zu verwenden. Weil Rizinusöl ist ja, oder verwenden viele Hersteller von Wimpernseren, die keine Hormone reinpacken wollen als Verlängerungsinhaltsstoff, sage ich jetzt mal. Ne? Das hilft einfach, das schützt vor Haarbruch, ganz einfach. Ne? Und dementsprechend passt das auch ganz gut. In einer Mascara ist es dann so, dass die Mascara nicht so wawawu-mäßig sich aufbauen lässt, weil sie sich ja quasi durch das enthaltene Rizinusöl so selber ein bisschen halt abträgt. Und deswegen kombiniere ich die ganz gerne, dass ich davon nur so eine Schicht nehme, so als erste Schicht, die ein bisschen antrocknen lasse und danach zum Beispiel von L'Oreal oder so mir diese Paradise Mascara drauf mache oder die Panorama-Mascara und dadurch halt nochmal richtig Gravum reinbekomme und das dann halt wirklich als Wimpernpflegebasis verwende, genau. Und die gibt halt nicht nur Länge dann oder soll nicht nur Länge geben aufgrund ihrer Formulierung an sich, sondern halt auch wegen des enthaltenen Rizinusöls, dass die Wimpern dann halt im Laufe der Nutzung gepflegt werden und wirklich verlängert werden. Ich glaube, bei den 2 Mascaras bin ich aber eher bei der Lift Me Baby und hier habe ich jetzt einen Tag vor Heiligabend. Das passt. Das ist ein Liquid Lipstick in der Farbe 688. Das ist so ein Beereton, ne? Also sofern man halt Liquid Lipsticks mag, hat man hier auf jeden Fall einen wunderschönen Ton, den man auch so zu Heiligabend tragen kann, wenn man es einfach ein bisschen knalliger möchte. Wenn man jetzt hier mal, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, die beiden so in Kontrast sieht, sieht man wirklich, das ist eher so orange-rot, das ist ein Beere-rot und das ist halt wirklich rot-rot, ne? Jetzt bin ich gespannt. Der 24. Dezember muss ja das Highlight sein. Aber was packen die als Highlight rein? Eine Puderfoundation? Ich hoffe nicht. Das wäre dann der absolute Oberfail. Ich habe mir nicht angeguckt, was drin ist, ne? So, okay.
Das kann was werden, ist aber wirklich hell für die Leute, die halt diese Foundation Shades haben. Egal. Peachy Pearl and Golden Glow. Ein Pfirsichkernöl schmückt dieses, diesen Blush, würde ich mal sagen. Ne? Pearly Glow, Soft Rouge, Beauty Filter Effekt, so schaut der aus. Habe ich auch schon mal bei Maxim in Anwendung gesehen und fand auch, dass es richtig schön aussah. Das ist ein sehr, sehr natürlicher Ton, der sicherlich auch schön wirken kann, aber das ist eher so ein Blush-Lighter. Ne? Ich finde den halt wirklich für Medium Skin Tone viel zu hell. Für mich gerade noch so passend, wenn man sich auch wirklich nur auf dieser Peachy-Seite aufhält. Hier habe ich dann ja den Highlighter. Aber diese Konstellation von den Produkten, und ich weiß nicht, ob das ein Highlight ist, Leute. Gut, es ist ein Highlighter, aber ein Highlight? Puh, 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 ja nee, ich weiß ja nicht. Also der Adventskalender ist vielleicht als ein Freundschafts-Adventskalender zu sehen von zwei Freundinnen, wo eine medium skin-toned ist und die andere vielleicht ein Tick heller. Und so kann man sich dann beide Produktinhaltsgeschichten sehr schön aufteilen. Aber für eine Person ist dieser Adventskalender meiner Meinung nach nichts. Weil ich glaube nicht, dass es eine Person geben wird, die jedes einzelne Produkt davon verwenden kann. Glaube ich nicht. Nenn mir eine. Bist du eine Person? Schreib das gerne mal in die Kommentare rein. Also ich glaube es wirklich nicht, weil du musst ja wirklich jeder Foundation Shade, ne, das muss ja passen bei dieser Person. Dann musst du aber auch noch hell genug sein, damit dir quasi dieses Sweet oder Duo Cheek Gedönsen mit diesem Glow halt passt, es sei denn, du verwendest es als Highlighter. Dir muss die, also der Stick, ne, dann dieses Peachy Gedönsen muss ja auch irgendwie passen. Dafür muss man ungefähr meine Hautfarbe haben. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich glaube nicht, dass sich dieser Adventskalender für eine Einzelperson einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her lohnt. Da kann man sich doch besser für die 90 Euro ein paar Produkte selber kaufen, weil du hast ja auch nicht ein komplettes Fullface hier mit zusammen. Ach so, an die Augenbrauen muss man auch denken, dass man Dark Brown als Augenbrauen oder Haarfarbe hat. Schwierig. Also nicht mal für einen Schneewittchen-Teint oder Schneewittchen-Typen wie Nicole, würde ich persönlich sagen, ist dieser Adventskalender geeignet. Vielleicht die Augenbrauenfarbe, das könnte gerade noch so passen, aber nicht jede Foundation Shade davon, das glaube ich nicht. Da sind die auch einige von viel zu dunkel. Ihr Lieben, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Von meiner Seite aus ist es halt leider keine Empfehlung als Einzel-Adventskalender für eine Person, sondern eher als ein Beauty-Set zu sehen, was man sich als zwei Freundinnen zusammenholt, was man sich dann entsprechend aufteilt. Ne? Ja, ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Ich setze euch trotzdem mal einen Link zum Adventskalender in die Infobox. Wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.